So Leute, es geht wieder weiter mit Tour de France 2016. Nach einer kurzen Pause, hatte viel zu tun wegen Arbeit, leider, aber es geht jetzt wieder weiter, regelmäßig mit Tour de France Videos. Und was wir heute spielen, ist Pro Team. 4 Etappen gefahren, es führt Michael Matthews, ja, unsere Generation sieht nicht wirklich toll aus. Aber Etappenergebnis bringt ein bisschen Geld, Teamwertung, Kämpferwertung, so. 5. Etappe, es wird bergiger. Ja, ein User bei YouTube hat mir als Tipp geschrieben, was eigentlich keine schlechte Idee ist, dass ich vielleicht auf die Bergtrikots gehe. Auf die Bergtrikots, so ein Quatsch. Die Bergpunkte gehe, somit halt versuche, das Bergtrikot zu gewinnen, was natürlich wirklich viel Geld bringt. Also es stimmt, es wäre auf jeden Fall eine Variante. Mal gucken, aber Problem ist halt, dass die Fahrer jetzt schon relativ mit ihrer Energie am Ende sind und mit einem Fahrer öfters meine Ausreisergruppe zu gehen, boah, wird schon echt hart. So. Und mit wem fahren wir die Etappe? Könnte das mit Voss machen? Boah, ich fahre mit Omen. Ich will eigentlich versuchen, unter die besten 20 zu kommen, weil die 30 Kilometer in den Bergen der Auvergne sind für Attacken wie gemalt. Wir dürften jede Menge Bewegung erleben, weil sich die Favoriten in der Gesamtwertung nun zeigen müssen. Könnte ja den Voss trotzdem mitschicken erstmal. Die Berge dauern eine Weile, bis die losgehen. Insofern haben wir da noch ein bisschen Zeit. Das ist wieder eine lange Etappe. Noch keiner ausgerissen. Passiert das war nix. So, jetzt ist der erste weg. Jetzt ist auch Voss weg. Ich muss versuchen ranzukommen. Ist auf jeden Fall erstmal dran, das passt. So, 3 Minuten. Mal gucken. Ah, das Tempo ist jetzt schon relativ hoch. Ja, das wäre schon geil gewesen, so jetzt was mit 10 Minuten Abstand. Puh, naja, 4:40, komm, lass dir noch so auf 10 Minuten weg. Mit der Energie sieht's noch gut aus. Was sieht bei den anderen so aus? Das sieht auch alles super aus. Ah, ja. Ich versuche halt mit Sam Omen wirklich in die Top 20 zu kommen. Ist halt die Frage, ob das machbar ist. Ich denke mal eher Top 30 vielleicht. Mal Buchmann ist 21. bei der Tour geworden, aber hier, so die Stärke, die er hier hat, dann bist du froh, wenn du unter die Top 100 kommst.
Wir haben den zwar als Bergfahrer hier angeschrieben, aber wenn er am Flachen immer den Anschluss verliert, sobald es mal ein bisschen schnell wird, ist das wirklich zwecklos. Das ist eigentlich schade. Ich hoffe, die bringen noch ein Datenbank-Update raus, wo die Stärken ein bisschen angepasst sind, auf jeden Fall. Nach der Tor. Eigentlich mussten sie es bringen. Das wird eine Weile dauern, mindestens 3-4 Wochen, gehe ich fast davon aus, bis sie das Update rausbringen. So, 7 Minuten 20 ist ja gar nicht mal so blöd. Warum gebe ich eigentlich keinem hier Drucks, Schützen, Omen? Könnte eigentlich auch noch Vermon, Schützen, Buchmann. So. Wieder nicht dran gedacht, naja. 6 Minuten 19. Falschen Tasten. Aber okay. Tempo sieht man noch. Da soll er mal Punkte sammeln. Gar nicht aufgepasst, ob er Punkte gekriegt hat. Scheiße. Naja, so ist es. Kilometer 440. Aber dann nicht vorne bleiben, werden sie nicht vorne bleiben. Außer die machen jetzt hier kein Tempo mehr. Du kannst nicht mehr auf ihn zählen. Die Ausreißergruppe ist noch 2 Kilometer von der Bergwertung entfernt. Ach, Tempo rauslassen. Alle weggefallen hier. Trotzdem 115 Fahrer und ich glaube... Ich glaube, von mir ist gar keiner mehr in der Gruppe, oder? Ach, was hier ist? Sind die Platzierungen beim letzten das Anstieg. Ist zu schwach. Scheiße. Wieder schneller. Asbrook ist noch da. Buchmann ist auch schon weg.
Verbindung zu mir. Das ist so mein Tempo zu fahren. Die Spitze führt mit einer Minute 30 vor dem Peloton. Gott, also mit Top 30. Das war wohl etwas zu optimistisch. Letzter Stand bei den Ausreißern, eine Minute. Im Moment trägt er das gelbe Trikot. Platz 72. Voll vergessen, ey. Scheiße. Pantano, Jarman gegen Pantano, den werden sie auch stärker machen. Gehe ich mal von aus. Auf geht's, Alberto! Puh. Das ist richtig schlecht, was ich höre. Was ist noch vorne? Also mit von dabei, vor dem Peloton. Die Ausreißer werden eher keinen Erfolg haben, Jungs. Achtet auf Konter. Die Abfahrt zum Col du Pertu ist sehr schnell. Die Obwohl, fast drei Punkte noch mal gemacht. Weil einige scharfe Kurven vor ihnen liegen. Jetzt komme ich ja ins Hauptfeld wieder rein. Fuglsang und Pinot-Punkte. Alaphilippe ist in meiner Gruppe. Ist auch. Noch steiler runtergehen. Zen. Jetzt. Die Ausreißer kommen gleich an der Gruppe. Auf Abstand. Der Vorsprung bleibt unverändert. Jetzt. Puh, Peloton wieder dran. Sehr gut. Die Fahrer an der Spitze haben noch Kraft und sie erhöhen das Tempo, um ihren Vorsprung bis zum Ziel retten zu können. So, dann ist gleich der nächste Anstieg. Jetzt gucken wir aber mal kurz hier. Oh Gott, der Fass. Buchmann ist mit der Van Aasbrück-Gruppe. Die Fahrer haben den Fuß des Col du Pertu erreicht, den vorletzten Anstieg am heutigen Tag. Er will sich vom Feld absetzen. Okay. Aufgepasst! Machen Sie Tempo. Aufgepasst, er startet einen Angriff. Die Spitze führt mit 30 Sekunden.
Ich will es nicht übertreiben. Gegenangriff an der Spitze des Pelotons. Ich muss auch noch weiterdenken an die nächsten Etappen. Wenn ich da jetzt zu viel verliere an Energie, war ich dann ja total die nächsten Etappen auf dem Zahnfleisch. Das Peloton ist dicht beisammen. Wir müssen etwas Kraft aufsparen, wenn wir auf den letzten Kilometer noch ausreißen wollen. Was? Da kriegt er jetzt hier noch den roten. Ne, blaues Gel. Können wir selber was geben? Okay, ich nehme Verpflegung zu mir. Sagan, ey, wie gut der mithält. Die Ausreißergruppe ist noch 2 Kilometer von der Bergwertung entfernt. Komm schon! Im Moment trägt er das gelbe Trikot. Für den ersten Fahrer am Gipfel gibt es 5 Punkte. Ja, hier kann man nämlich jetzt ein bisschen Tempo machen. Jetzt geht's hier wieder hoch, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Nur 1 Kilometer. Brauchen wir keine Verpflegung nehmen. Hier ist der Voss. Hat gut gehalten, sich gut gehalten von. Ausreißer werden auf jeden Fall Erfolg haben, Jungs. Aber achtet auf Angriffe auf den letzten Kilometern. So, jetzt können wir eine kurze Abfahrt. Das reicht schon. Er will sich vom Feld absetzen. Aufgepasst. Aufgepasst, er startet einen Angriff. Einfach noch ein Sager, ein bisschen dranbleiben. So, jetzt dürft's nochmal runtergehen. Seine Teamkameraden das Tempo anziehen, weil ein Fahrer vorne ist, der ihm in der Gesamtwertung gefährlich werden könnte. Na, ist eh eine große Kurve. Das ist sehr schön. Manches ist auch schon dort. Die Spitzengruppe hat den Fuß des letzten Anstiegs am heutigen Tag erreicht. Für ein Katz-und-Maus-Spiel ist keine Zeit, weil die Verfolger den Fahrern dicht auf den Fersen sind. 7 Kilometer. Gegenangriff an der Spitze des Pelotons. Der sah gar nicht. Na, vielleicht können wir noch ein paar Plätze gut machen, vielleicht so Top 25 zum Schluss. Nur noch 1 Kilometer bis zum Gipfel.
In der Gruppe muss ich auf jeden Fall bleiben, weil hinten kommt schon fast das Battle. Kommt jetzt auf die Zielgerade, allerdings muss er bis zur Ziellinie voll durchziehen, da seine Verfolger weniger als 30 Sekunden hinter ihm liegen. Der Sieg wird nach einem leichten Anstieg von 600 Metern Länge entschieden. Die Ausreißer fahren am Flamme Rouge vorbei. Sie werden sich das Hauptfeld nicht vom Leib halten können. Hier. Geht nochmal berghoch. Fuck. Man dran denken sollen, ne? Naja, hätte schlimmer ausgehen können. So, jetzt warten wir noch auf den Rest. Oh Mann. Dann gucken wir mal die Gesamtwertung an. Das sind schon doch relativ große Abstände. Aber selbst Ausreise sind meine Fahrer zu schwach irgendwie. Keine Ahnung, ey. Der Voss, der hat so relativ lange jetzt mitgehalten, aber da war er noch super in Form. Vielleicht hätte ich ihn auch selber steuern müssen. Okay, kann natürlich auch sein. Oh, das ist, weiß nicht. So, alle im Ziel. Sehr schön. Valverde gewinnt hier vor Mollema, Froome, Bardet, Nibali, relativ geringe Abstände, Pinot, Barguil, Quintana, Daniel Martin. Und jetzt müsste ich schon irgendwann kommen hier. 29. mit Omen. Oh, Joaquin Rodriguez, weit zurück. Eieieiei. So, einen anderen Fahrer. Buchmann 125. Uiuiuiui, shit. Voss ist immer noch 82. geworden. Oh mein Gott, ey. So, wer führt jetzt? Ulisi führt. 1,24 vor Tahame. Sagan, dritter noch. Jutsu Tom Dumoulin. 6. Platz. Michael Matthews. Degenkolb, Valverde, immer noch 9 Minuten. Ich bin gespannt, wie die Tour ausgeht. So, 64 Daumen. Ja, bin ich ja gespannt. Was ich da noch an Position gut machen kann. Oder auch nicht. Wir werden sehen, bis zur nächsten Etappe dann. Es wird auf jeden Fall wieder eine schwierige, soweit ich das glaube, ich bin mir gar nicht so sicher jetzt gerade. Aber wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.